Ein Herz, willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory in der neuen Folge. Wir haben 17 Runenpunkte. Ja, es gibt mehr auf jeden Fall. Aber was soll's? Hallo Felicity, wir haben letztes Mal wieder geredet. Ich würde sagen, gehen wir gleich weiter. Und heute ist Sonntag, es ist wieder mal soweit. Ach, wir müssen mit ihm reden. Oh nee. Boah. Er heißt Kasper. Hallo, na ich glaube Kamber passt mit irgendwas. Wir nennen ihn Kasper. Hallo Kasper, wie geht's dir? Ach, Jasper heißt er, Jasper. Ich liebe den Kochwettbewerb, den wir jedes Jahr hier haben. Ja. Das war das Krieg für nächste Woche. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Nie wieder. Was machen wir? Natürlich gehen wir unsere ganzen Leute zusammen besuchen. Wenn da, da war Wasser. Hallo Russell, wie geht's dir? Ich weiß, dass du hier bist. Ich treffe den gerne Zielus durch das Dorf. Es ist gut, rauszukommen, weißt du? Ich weiß ganz genau, was du meinst, ernsthaft. Es ist auch entspannend, draußen Bücher zu lesen. Den kann ich nur zustimmen. Der Typ ist mir echt sympathisch. Hier ist eh keiner. Und oh nee, müssen wir wieder Mai finden gehen, oder? Na, was soll's? Es ist 13 Uhr, gehen wir noch kurz hier Mr. Weasley besuchen. Nein. Hi, ich meine, bonjour. Ich bete, dass du mit Rosetta ein friedliches Leben hast und dass ihr mit... Sag mal, du wirst uns nicht zufällig hier mit hier verklickern, oder? Also, na, was soll's. Hi. Eines Tages, wenn ich diesen weißen Stein finde, komme ich auch hierher und... Ach, von dem weißen Stein hat sie letzte Mal gesprochen. Ah, ihr erinnert euch, wir haben auch diese Legende da gelesen. Also, wenn wir den weißen Stein brauchen, um sie hier zu überreden zu wollen. Tori möchte den weißen Ritter haben. Und was sagt Weasley dazu? Also, ich meine, was sagt er dazu? Die Menschen in diesem Dorf sind wunderbar. Weasley oder Ronald, da kann ich dir nur zustimmen. Ich weiß, ich kann nicht pfeifen. Na doch, pfeifen kann ich schon. Tut es besser als singen. Mai, wie geht's dir? Wir sind extra hier, um mit dir angeln zu gehen. Hallo, ihr beiden. Ich meine, hallo, ihr beiden. Heim. 13.30 Uhr. Mai war wieder mal verschwunden. Zeit für die Fortsetzung von Findet Mai. Nee, wie hieß es nochmal? Findet Mai 1.0 2.0. In einer neuen szenischen Umsetzung. Findet Mai 3.0. Jetzt mit der Live-Axt. Beginn die Befragung um 13.50 Uhr. Habt ihr Mai gesehen zufällig? Scheiße, steht ja. Angeblich kann man mit der Großmaschine mit der Auswand sprechen. Unglaublich, oder? Ja. Wenn Sommer wäre, könnten wir schwimmen. Schade. Hi. Hi. Meine Mutter soll eine gute Schwimmerin sein. Ich habe sie aber noch nie schwimmen sehen. Schade. Aha, jetzt auch noch deine eigene Mutter hier. Du elender Perversling. Selbst die eigene Mutter bleibt davon nicht verschont. Eines Tages werde ich ihn weiß finden und ihn hinters Licht führen. Hallo. 14.10 Uhr, Mais Zimmer. Sie ist wirklich verschwunden. Wo kann sie nur sein? Hi, Anna, wie geht's dir? Lady Anne. Darfst du die Kometehöhle, ja? Bla 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 bla. So. Mit dir rede ich aus Prinzip schon nicht. Wir reden und wir treffen uns jeden Tag im Laden, deswegen oder fast jeden Tag. Deswegen rede ich auch nicht mit dir. 14.10 Uhr. Yo! Wie kommst du denn hier hin? Wie geht's, Gibbert? Willst du was trinken? Moment, du darfst ja noch kein Alkohol trinken. Oh, nein! Ja. Hallo, ihr beiden. Ihr wollt euch ja das letzte Mal herausfinden, was zwischen euch beiden läuft. Was sagt ihr denn dazu? Hi, Gibbert. Wie lange dauert noch bis... Das wissen wir leider nicht. Wir haben vergessen, wie alt wir sind. Eigentlich sind wir schon 20 Milliarden, weißt du? Also wir dürfen schon längst trinken, aber... ja. Ja. Ach, wenn du Lust hast, dann trinkst du. Aha. Mhm. Und sie hier
Also ich glaube, ich habe das Mysterium zwischen den beiden schon mal aufgeklärt, aber das ist jetzt inoffiziell. Was sagt sie denn dazu? Alle finden, ich trinke zu viel. Sie haben wohl recht. Na ehrlich, ist auf jeden Fall schon mal schon. Ich wäre wirklich nie betrunken. Ja. Und er trinkt, wenn er Lust bekommt. Also ernsthaft, sie einfach so abzu... Na egal. Also, ich glaube, sie kommen. Also, ich glaube, ich sage Lukas gar nicht mehr Bescheid. Dann haben wir auch endlich mal Grund, unseren Waffenstillstand aufzulösen. Stimmt's, du Elender? Hi. Welche Art von Abenteuer wohl in der Kramitehöhle wartet? Garantiert keins für dich. Über Liebe zu reden ist schön. Liebe. Ist das Liebe? La la la. Nein. Das nennt man einfach bescheuertes Ding, was ich anhörte, würde gerade eine Ente abgeschossen werden. Aber da geht's, wir müssen ja Mai finden. Aber heute ist sie auf den Clemensberg, ich bin mir ganz sicher diesmal. Mai, warte auf uns! Wo ist das Rübchen hin? Oh ja, jetzt fange ich an, dieses nervige Lied mitzusingen. Die einsame Krieger ist an Feiertagen, wo natürlich hier. Yo, Mai, ich hab dich gefunden. Na, vielleicht auch nicht. Weiter geht es. Ich meine, ich habe was vergessen. 14.30 Uhr. Mai ist nicht am erwarteten Ort. Sie scheint verschwunden zu sein. Werden wir sie finden? Die Suche geht weiter. So. Ernsthafte Frage, wo kann dieses Mädchen sein? Sie war nicht in der Kamitehöhle, sie war nicht hier oben am Clemensberg, sie war auch nicht hier. Ich gehe mal kurz nochmal rüberschauen bei Tabea und Co. Vielleicht wissen sie ja Bescheid. 15 Uhr ist heute Abend. Hi, wie geht's dir? So. Und auch Adi, hallo. Wenn die schon mal zwei sind, wird die auch die dritte Person irgendwo sein. Wer weiß. Was ist denn das hier eigentlich für eine Höhle? Höhle tut für... Arktische Region, aber das Klima fühlt sich herbstlich an. Aha. Gierhöhle, tut für... Aha. Ah, ich will mich jetzt nicht ablenken lassen, verdammt, aber... Hier muss ich doch irgendwo sein. Okay, wo kann Mai sein? Sie war nicht dort, sie war nicht hier, sie war auch nicht da oben. Mysteriös! Sie werden nicht finden, Mai. Und weil es das Letzte ist, was wir heute tun werden. Und ich merke gerade, wir sollten vielleicht nochmal, unsere Pflanzen gießen gehen. Das werden wir auch gleich machen. In diesem Sinne, auf jeden Fall schon mal bis gleich. So, hier sind wieder, ihr habt gesehen, ich habe jetzt mal hier diese Reifenkartoffeln nicht mehr gegossen, weil, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ich werde jetzt auch einfach mal die Reifenkartoffeln reif sein lassen. Und wo kann Mai sein, wenn sie hier... Ach, ich will es ja bei Herrn Watt. Der ja geschossen hat, logischerweise. Hier ist auch keiner. Wo kann die denn sein? Die waren ja schon überall. Ach, vielleicht ist sie ja bei Melody. Müsst ihr kurz bei ihr vorbeischauen und uns wieder mal auftanken. Bei ihr auftanken gehen, meine ich. Hi, hallo, wie geht's dir? Ich möchte dein Bad nehmen. Danke, Cleus, wenn du dein Bad nehmen. Danke, mach 10 Gold und vielen Dank. Tschüss. Können wir gleich noch unser ganzes Unkraut verkaufen gehen, wir zum abendlichen Training. Und ich würde mal sagen, wir übernachten mal heute wieder in unserem richtigen Bett. Weil, naja, naheliegend. Aber wir müssen vorher noch Mai finden gehen. Wir haben noch eine Stunde Zeit, bevor wir Läden schließen. Naja, was machst du denn hier? Weißt du, hier gibt es nicht viel zu tun. Aber es gehört mir trotzdem hier. Kam schon, bla. Schön, dich zu sehen. Danke sehr. Weißt du hier, es gibt hier nicht. Ja, danke. Ich hab mich ernsthaft. Wo kann Mai sein? Lass mich nachdenken. Also, wenn jemand von euch noch irgendwelche Ideen kann, wo Mai ist, ich bin dafür herzlich auf. Von da drüben kommen wir, da müssen wir nicht mal extra nachschauen, ob sie hier irgendwo steht. Hier wird gleich Lara in der Gegend rumtanzen, die ist immer hier in der Uhrzeit.
Hi, Lara. Ach, komm, es ist Sonntag. Wir reden mit dir. Wusstest du, dass es gesund ist, spazieren zu gehen? Ja, das weiß ich sogar. Ja, das weiß ich auch. Ach, leck mich. Nur eine kleine Theorie, vielleicht... Ja. Krankenhäuser sind am Sonntag geschlossen, ist auch was Neues, aber... Naja. Wir sind ja hier in Cardia. Da dürfen die das auch mal. Die ist ja auch nicht... Wo ist die denn? 27, haben nicht mehr viel Zeit, sie zu finden. Der hat geschlossen. Hier war sie ja nicht. Vielleicht das Rübchen besuchen. Okay, letzte Hoffnung. Wir gehen mal beim Rübchen vorbei, schauen danach. Dann lassen wir es einfach und gehen zu unserem abendlichen Training, würde ich mal sagen. Es sei denn, sie hier stalkt uns, aber das verzweifle ich ehrlich gesagt. Rübchen! Hast du zufällig irgendwo eine Kriegerin gesehen mit dem Alterskomplex? Ach, sie ist ja nicht hier, richtig, sie ist ja nicht hier. Wo ist es? Oh ne, ich glaube, weiß, was Rübchen am Sonntag ist. Lauf, gib mal, ich hoffe, das ist doch rechtzeitig. Am Sonntag nehme ich, ist das Rübchen bei uns zu Hause. Ja! Oder auch nicht. Naja, Vorteil beiseite. Sprechen wir noch eben ganz kurz. Und gehen trainieren. Unsere Pflanzen sind ja schon gegossen. Wir haben heute wieder mal in der Höhle übernachtet. Und wir haben heute wieder mal einen langen Tag gemacht. Eigentlich wollte ich anfangen zu überspringen. Ach, was soll's. Heute ist ein Feiertag. Feiertage überspringt man nicht. Das ist unhöflich. 18 Uhr. Alle Läden schließen. Gute Nacht. Und wir gehen dann mal in unsere geliebte Kamitehöhle. Wohin denn sonst? Wo ich hätte eigentlich gedacht, dass die um... Eigentlich wäre es logisch gewesen, wenn die in der... Nee. So. Tschüss. Wir werden jetzt unsere ganze Abend mit verbringen, hier Mammons abzuschlachten. Und wisst ihr was? Ich springe uns einfach. Wir sehen uns dann heute Abend nochmal wieder, wenn ich alles hier getötet habe. Ciao! Diesen bekloppten Code habe ich gerade verpasst. Level up! Und ich habe kurz was in den Truhe drin. Schießpulver gefunden. Das ist nicht einmal Hammer. Cool. Also Kobolde lassen Schießpulver fallen. Gut zu wissen. Und ja, ich würde mal sagen, tschüss. Skill up! Also ich weiß nicht, ich habe gerade, glaube ich, einen Fehler mit Pause gemacht. Es kann sein, dass ich gerade in Pausen, weil ich Pause war, aufgenommen habe und umgekehrt. Ich weiß nicht genau, ich habe die Aufnahme noch nicht angeschaut. Wir haben übrigens ein Level up behalten und ein Skill up im Schwertkampf. Und ich würde sagen, machen wir jetzt eine kürzere Folge? Ja, machen wir heute eine kürzere Folge. Kurz auf Geländer schauen. Heute hat Neumann Geburtstag gehabt. Ja. Schenkt mir im Schuh, was soll's. Frühlingsfest ist am Freitag dieser Woche. Darauf freue ich mich ja schon. Das heißt, Kacke. Also, wir schneiden unsere Vorbereitungen, schneiden etwas, wie ich gerade sehe, das Frühlingsfest. Ansonsten... Eierausstellung, ja. Und wir haben eine Mördis Geburtstag. Am Donnerstag haben wir ihr was geschenkt. Ich erinnere mich. Oder auch nicht. Haben wir. Ach, was soll's? Keine Ahnung. Deswegen mag sie uns auch. Und hat uns ein zweites Ding gegeben, weil wir an ihrem Geburtstag. Was soll's? Vorbereitungen. Also hier etwa soll unser Rettich blühen. Das heißt, wir werden frühestens hier. Unsere Aktion starten, räute die Höhle aus. Weil ein Fest verpassen wäre auch schade. Oder, wenn unser Rettich hier blüht, könnten wir bereits hier anfangen mit der Aktion. Wann haben wir ihn gesehen? Ach, was soll's, wir schauen nach. Also, entweder machen wir es hier oder hier. Mehr als 3 Tage werden wir wahrscheinlich... Wenn wir länger als 3 Tage brauchen? Ich weiß nicht, wir müssen uns zwischendurch auch noch mal ein paar andere Dinge holen. Also werden sich mit den Kartoffeln zum Beispiel hier am Dienstag dann Dingens kaufen. Ich habe den Namen vergessen. Heiltränke. Wir werden noch ein paar Heiltränke holen. Gegengifte, all das. So ein bisschen eben Accessoires, wo man hier in den Krieg... Also nicht in den Krieg zieht, ihr wisst schon. So, mal kurz Unkraut wegschmeißen, weil wir es nicht brauchen.
Schießpulver hebe ich mal auf, weil Schießpulver ist Schießpulver, Schießpulver ist stylisch. Ein Mann braucht Schießpulver. Eigentlich nicht, aber was soll's. Und es ist schon sehr spät für Raguna. Das war die heutige Folge von Let's Play Rune Factory. Wir werden morgen wieder so einen gecutteten Tag haben. Und ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß. Ciao. Also, ja, keine Unterbrechung. Bis zum nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Und habt viel Spaß den ganzen Tag. Habt einen schönen Tag eigentlich, ja. Und Wetter schön ist, geht raus. Und ja, habt Spaß.